Einem neuen Video von mir. Der Vlog ist jetzt so spontan. Eigentlich habe ich heute gar nicht geplant mitzufilmen, aber irgendwie ist heute so gutes Wetter. Also gestern hat das erste Mal seit langem wieder die Sonne geschienen und ich habe irgendwie so gute Laune, dass ich dachte so, okay, ich nehme heute einfach die Kamera mit und filme ein bisschen mit. Ich habe heute früh schon so einen kleinen Frühjahrsputz gemacht, bin aber wirklich noch nicht fertig. Also ich habe meine Fenster geputzt. Eigentlich hatte ich das auch nicht geplant, weil ich mir dachte so, okay, ich wohne nur noch bis März hier, lohnt es sich jetzt noch die Fenster zu putzen? Aber irgendwie waren die schon echt dreckig und dann dachte ich mir so, okay, ich putze die einfach schnell. Und jetzt schaut es auf jeden Fall wieder viel besser aus. Also ja, ich muss dann auf jeden Fall morgen noch so meinen Schreibtisch aufräumen, weil der schaut wirklich aus. Ja, durchsaugen und so, aber ich habe mal alles so abgestaubt, meine Pinsel mal wieder gewaschen und man fühlt sich einfach viel besser danach. Also wir haben zwar erst Februar, aber macht auch einen Frühjahrsputz. Wenn es auch nur ganz klein ist, danach fühlt man sich auf jeden Fall wieder viel, viel besser. Gestern war ich tatsächlich auch mal abends weg. Ich weiß, es hört sich jetzt verrückt an. Also ich war hier in Berlin wirklich sehr selten abends weg, einfach auch wegen Corona. Ich bin mit meiner Mitbewohnerin mit ein paar anderen Mädels weggegangen. Und zwar wohnen die einfach neben uns. Und wir haben uns einfach mal zusammengetan und sind zusammen weg. Und das war echt cool. Also die sind auch total lieb. Das ist eine Vierer-WG und wir haben schon gesagt, es ist eigentlich total schade, dass wir uns nicht vorher irgendwie mal getroffen hatten. Ja, aber das war auf jeden Fall cool und ich bin dementsprechend erst um 3:30 ins Bett gegangen, was ich definitiv nicht mehr gewöhnt bin. Ist auf jeden Fall meine Erfahrung, abends in Berlin wegzugehen. Da erlebt man auf jeden Fall immer was, deswegen habe ich hier auch den Stempel, der jetzt schon wieder fast weg ist. Aber ja, ich habe auch zu Muriel gesagt, so, also zu meiner Mitbewohnerin, wann hatte ich das letzte Mal einen Stempel auf der Hand? Das war schon ewig her. Ja, jetzt habe ich vor, mit einer Freundin Kaffee trinken zu gehen. Sie habe ich in Berlin kennengelernt und wir haben uns kennengelernt, weil sie meine Videos schaut. Und dann hat sie mich angeschrieben, ob wir mal was essen gehen wollen. Und dann haben wir uns jetzt zweimal getroffen und heute haben wir gesagt, wir treffen uns wieder und wir wollen ein paar Bilder machen gehen und spazieren gehen und einfach das schöne Wetter etwas ausnutzen. Ich habe auch mal meine Spiegelreflexkamera wieder ausgepackt, die ja, mit der habe ich schon echt Ewigkeiten keine Bilder gemacht, aber ja, vielleicht kriegen wir heute ein paar coole hin. Ich kann euch auch noch kurz mein Outfit zeigen. Ich habe den grünen Pulli wieder an. Das ist echt mein Lieblingspulli jetzt geworden. Den habe ich bei Mango gekauft und der war echt etwas teurer. Also der hat 50 Euro gekostet. Aber ich finde, das hat sich einfach voll gelohnt, weil der ist irgendwie total besonders. Ich nehme, glaube ich, sogar eine Sonnenbrille mit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Sonnenbrille auf hatte. Ist echt schon Ewigkeiten her. Hier habe ich eine, die habe ich beim Flohmarkt hier in Berlin gekauft. Die ist auf jeden Fall sehr speziell. Ich glaube, die würde ich auch nur zum Bildermachen anziehen. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. Make it together. What goes up must come down.
lots of friendly faces all around. And even though life can be hard. Ich bin gerade schon wieder auf dem Heimweg. Es war richtig schön. Wir haben ein paar Bilder gemacht und waren dann noch Kaffee trinken. Und haben beide so einen Hafer-Cappuccino getrunken. Und ich habe noch so eine. So was Neues gegessen, das habe ich noch nie gegessen. Das war wie so Teigtaschen mit so einer Schokofüllung drin. Also es war richtig lecker. Und gerade ist es richtig schön. Also es ist komplett blauer Himmel. Die Sonne geht so unter und ach, ich genieße es gerade einfach. Also es schaut einfach so schön aus. Und ja, ich fahre jetzt mit der U-Bahn wieder zurück. Oder vielleicht mache ich auch noch ein paar Bilder von der Stadt einfach so mit der Spiegelreflexkamera. Aber mal schauen. When things go wrong, it's easy to sing a sad song. Seems like nothing comes. So, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause. Ich bin wirklich so durchgefroren. Irgendwie durch die Sonne hat man gedacht, es ist voll warm, aber wir sind ewig spazieren gegangen und dann waren wir natürlich auch im Schatten und so, und dann kam immer so ein eisiger Wind und es war dann irgendwann echt richtig kalt. Und dann im Café haben wir uns zwar ein bisschen aufgewärmt und dann bin ich aber noch weiter zur Museumsinsel gegangen und ja, war da halt auch länger. Ich wäre da noch gerne noch länger geblieben, weil es da so schön war, wie die Sonne untergegangen ist. Dann war da jemand, der Musik gespielt hat und ach, es sah einfach so schön aus. Und ja, dann bin ich aber gegangen, weil es war echt so kalt. Und dann habe ich auch noch eine Blase an meinem Fuß bekommen. Das ist echt richtig schmerzhaft. Ich bin dann einfach nur noch nach Hause gehumpelt. Ja, ich habe nämlich heute mal wieder Sneaker angezogen und nicht meine Docs. Und irgendwie, ja, habe ich gleich Blasen bekommen. Ich weiß nicht, obwohl die eigentlich auch schon eingelaufen sind. Es war auf jeden Fall ein richtig schöner Tag und ich merke einfach, wenn die Sonne scheint, meine Laune ist gleich viel besser und ich habe mich jetzt schon mit so vielen Leuten darüber unterhalten und alle sagen einfach, dass es ihnen genauso geht. Also ich finde schon krass, wie wetterabhängig wir eigentlich sind. Ich werde jetzt anfangen, was zu kochen. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was ich heute mache. Ich stand auch jetzt bestimmt so 5 Minuten vor dem Kühlschrank und war mir irgendwie nicht sicher, was ich jetzt kochen soll. Aber ich habe gedacht, ich mache heute Lachs. Mit Zucchini, Pilz. Ah. Obwohl, mir fällt gerade auf. Ich habe nur noch einen Pilz da. Okay, das wird, glaube ich, doch eher schlecht. Weil eigentlich kommt da dann Zucchini, Pilze und Paprika rein. Aber ich habe auch keine Paprika, fällt mir gerade auf. Dann steht eigentlich nur noch Ofenkäse zur Auswahl. Aber den wollte ich morgen essen. Weil ich dazu eigentlich ein Baguette kaufen wollte und das habe ich jetzt auch nicht da. Oder ich kann noch Pizza machen. Also Tiefkühlpizza. Wow. Ich glaube, ich rufe mal kurz meine Mitbewohnerin an, weil die ist gerade einkaufen gegangen. Dann kann sie mir bestimmt was mitbringen. Hi. Kannst du mir vielleicht doch was vom Einkaufen mitbringen? Okay. Perfekt. Danke. Bis dann. Bis gleich. So, bis jetzt Muriel nach Hause wieder kommt, werde ich die Bilder mal rüberschieben, die wir heute gemacht haben. Und ich habe da letztes Jahr vom Urlaub extra so ein Adapter oder ich weiß nicht, wie man das, so ein SD-Lesen-Kartegerät gekauft. Da kann man einfach die SD-Karte reintun und man kann das direkt aufs Handy sozusagen schieben. Total praktisch, weil ich vorher das immer erst auf meinen Laptop geschoben habe und dann vom Laptop auf mein Handy. Aber so ist es ja eigentlich echt perfekt, weil meistens braucht man ja die Bilder eher auf dem Handy. Und das mache ich jetzt mal. Ich freue mich. Also ich liebe das, so Bilder zu machen und die danach dann anzuschauen. Irgendwie, es macht mir total Spaß und generell auch so von anderen Leuten Fotos machen. Ich finde das einfach richtig cool. Und hier in Berlin hat man natürlich noch mehr Spots und Möglichkeiten. Ich finde es immer schwer, weil ich habe ja niemanden so richtig, der mit mir Bilder machen geht. Weil natürlich möchte ich ja auch, dass es der anderen Person dann Spaß macht. Aber das war heute auf jeden Fall ganz cool und ich hoffe, dass ein paar coole Bilder mit dabei sind. Musik.
heute ist Sonntag. Ich habe heute früh wirklich mal richtig ausgeschlafen, aber ich habe schon das Gefühl, ich habe zu lang geschlafen. Kennt ihr das, wenn ihr dann aufwacht und so richtig verklatscht seid? Also das Gefühl hatte ich heute. Ich habe bis 10:45 einfach geschlafen, was wirklich sonst nie der Fall ist. Also dann war ich irgendwie gar nicht fit. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach noch weiter schlafen könnte. Und das zieht sich heute irgendwie durch den ganzen Tag. Ich war vorhin auf jeden Fall mit meiner Mitbewohnerin schon Kaffee trinken. Also wir sind einfach in Steglitz Kaffee trinken gegangen. Wir sind jetzt nirgendwo anders hingefahren. Und jetzt holt sie eine Freundin ab, weil sie bekommt die nächsten 3 Tage Besuch. Das heißt, ich bin gerade allein in der WG. Ich habe jetzt gerade noch Wäsche aufgehangen. Also sehr spannend. Habe mein Bett auch frisch überzogen. Und jetzt habe ich noch vor, zum Sport zu gehen. Ich bin heute nicht so krass motiviert, muss ich sagen. Einfach, weil ich auch so müde bin. Aber ich denke, ich gehe einfach, weil danach fühle ich mich bestimmt besser. Und gerade habe ich auch noch eine andere Waschmaschine laufen. Und dann hänge ich später noch die Sachen auf. Und ich denke, wenn man dann so frisch geduscht ins frisch bezogene Bett geht, dann ist das eh das beste Gefühl. Wieder zu Hause. Oh, ich bin auch echt richtig froh, dass ich jetzt zu Hause bin. Irgendwie die Fahrt, die war so lange, weil ich muss ja relativ lang zu dem Fitnessstudio hinfahren und ich muss erst mit einer U-Bahn fahren und dann mit einer S-Bahn und ich weiß nicht, warum Berlin das nicht aufeinander abstimmt, wenn eine S-Bahn ankommt, dass dann die U-Bahn danach ankommt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass man halt gut umsteigen kann. Und irgendwie muss ich immer so 8 Minuten, jetzt die vom Dorf denken sich jetzt wahrscheinlich so 8 Minuten, jetzt beschwer dich mal nicht. Ich komme ja eigentlich auch eher so von der ländlichen Gegend, deswegen kann ich das alles voll nachvollziehen. Und am Anfang habe ich auch immer gesagt so, sind die Leute eigentlich bescheuert, die zu der U-Bahn rennen, weil in 5 Minuten kommt ja wieder eine. Aber seit ich jetzt ein bisschen länger hier wohne, mache ich einfach genau das Gleiche und ärgere mich dann, wenn ich die U-Bahn verpasse. Eigentlich richtig verrückt. Also, ja. Aber ich habe heute auf jeden Fall Arme und Rücken trainiert. Ich bin ja noch sozusagen Anfänger in dem ganzen Fitnessstudio-Bereich. Ich habe ja eigentlich sonst immer getanzt und bin und gehe jetzt seit einem Jahr ungefähr ins Fitnessstudio und mir macht es echt sehr Spaß. Aber ich hatte halt irgendwie noch nie so eine richtige Routine und ich möchte jetzt gerne so rausfinden, was muss ich trainieren, wenn ich die Arme trainiere, welche Geräte brauche ich, um den Rücken zu trainieren, und ja, da taste ich mich jetzt langsam mal ran und ja, deswegen bin ich auch ganz stolz auf mich, dass ich mich damit mehr auseinandersetze und mich da verbessern will, obwohl ich echt sagen muss, also Arme bin ich so eine Niete, ich habe einfach gar keine Muskeln, aber es wird schon besser, also ich kann jetzt Frauenliegestützen. Zwar nicht so viele, aber ein paar. Ja, ich schiebe mir jetzt schnell was in den Ofen. Ich bin extra noch zum Bäcker gegangen, um mir ein Baguette zu holen, weil ich heute Ofenkäse mache und ich freue mich schon die ganze Zeit darauf. Deswegen tue ich das einfach schnell in den Ofen. Dann gehe ich jetzt schnell duschen und dann
schaue ich nebenbei eine Serie oder so. Ich freue mich da jetzt schon richtig drauf. Übrigens frage ich mich, meine Haare haben echt gut gehalten. Ich muss die aber auch jetzt echt waschen, weil ich habe so ein Gel auch mit rein, dass das besser hält. Aber eine Strähne vorne hält nie. Also, ja, muss man nicht verstehen.